Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Night Daily Shop News vom 12.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Item Shop den Creator Code zur Fotogleich.tv. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Item Shop rein. Und da haben wir... Der Schneesoldat ist zurück, jawohl. Wir fangen auf der rechten Seite an mit der Arctic Assassinen. Ja, zur Schneelandschaft, war die immer ziemlich cool, ist auch so schon nice. Okay, gucken wir mal einfach ins Voting rein. 4,21 von 5 bei 94 Votes am 19. Januar 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 41. Mal jetzt, 79 Reminders, letztes Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, weiter geht's mit dem tiefen Dab. Für 200 V-Bucks kann ich jetzt nicht ganz so wirklich viel mit anfangen mit dem Teil. Haben wir folgendes Voting, 2,64 von 5 bei 25 Votes am 20. Juni 2019, das erste Mal drin gewesen, das siebte Mal, 19 Reminders, auch vor knapp einem Monat, das letzte Mal im Shop. Smooth Moves für 800 V-Bucks, ein mega geiler, kultiger Emote, super geiler Tanz, gefällt mir sehr, sehr gut, hat hier folgendes Voting, 4,57 von 5 bei 108 Votes, damit einer der beliebtesten Emotes des ganzen Spiels, 1. Oktober 2018, das ist mal im Shop gewesen, das 18. Mal, 264 Reminders, das letzte Mal im Shop, auch vor knapp einem Monat. So, weiter geht's mit dem Zusammenreißer für 200 V-Bucks. Ja, finde ich persönlich jetzt nicht ganz so toll, das Ding ist okay. Da haben wir folgendes Voting, 3,41 von 5 bei 34 Votes, am 3. Juni 2019, das erste Mal drin gewesen, das 8. Mal, 38 Reminders, das letzte Mal im Shop, auch vor knapp einem Monat. So, weiter geht's jetzt hier mit der Nachteule. Sieht aus wie von so einem römischen Ding da. In Asterix und Obelix haben die solche Teile, glaube ich, immer getragen. Für 800 V-Bucks. Ja, finde ich relativ nice. Das Ding 3,92 von 5 bei 24 Votes am 3. Juni 2018. Das erste Mal drin gewesen. Das 12. Mal. 13 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 226 Tagen am 30. April. So, dann kommen wir zum Cloaked Shadow. Für 1500 V-Bucks, wirf einen unheimlichen Schatten. Ja, der Teil ist schon relativ cool. Gucken wir mal rein, wie sieht's da aus mit den Noten. Da haben wir 4,1 von 5 bei 100 Votes am 28. Dezember 2018 das erste Mal drin gewesen. Das 9. Mal, 186 Reminder, das letzte Mal im Shop, auch vor knapp einem Monat. Dann sind wir bei Mani oder Manic für 800 V-Bucks. Ja, die Lady ist ja hier richtig krass tätowiert von oben bis unten. Bikerbraut. Ja. Mit einem coolen Bandana, aber ja, ist ganz okay. Hier haben wir 2,94 von 5 bei 17 Votes am 5. Oktober 2019. Das erste Mal drin gewesen, das dritte Mal. 20 Reminders, das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, dann sind wir hier bei dem Bärchi. So heißt das Teil tatsächlich, das Bärchi. Und finde das Ding, ich finde es persönlich cool. Sieht ein bisschen aus wie Mad Max in Fortnite. Mad Max Bärchen. So, für 1500 V-Bucks, da gibt es dann auch nochmal ein paar verschiedene crazy Styles hier. Jo, ich persönlich mag das Ding. So, da haben wir folgendes Voting. 2,8 von 5 bei 15 Votes am 28. September 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das dritte Mal, 14 Reminders, auch knapp einen Monat her, als das Ding das letzte Mal im Shop war. Dann geht's weiter hier mit den kleinen Happen für 800 V-Bucks. Dann mit dem Tomato Head und mit dem Burger. Boah, finde ich gar nicht mal so schlecht, das Ding. So, da hätten wir hier 3,43 von 5 bei 7 Votes am 28. September 2019 ist das erstmal drin gewesen. Das dritte Mal. Nur ein einziger Reminder, auch knapp vor einem Monat das letzte Mal im Shop gewesen. So, dann kommen wir zu dem letzten Set von heute. Das ist hier die Icicle, die ist ja regelmäßig im Shop für 500 V-Bucks. Ja, normalerweise, jetzt sieht man jetzt hier nicht so gut, weil jetzt ist die, sind die Einstellungen nicht ganz oben. Ansonsten sieht man so kleine Partikelchen darunter fallen. Finde ich ganz schön. 4,27 von 5 bei 56 Votes am 14. Dezember 2018 ist das Mal drin gewesen. 16. Mal. 38 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 63 Tagen am 10. Oktober. Jo, da würde ich mal sagen, da kommen wir jetzt zu dem Highlight des heutigen Tages. Der Schneesoldat.
Das Ding ist mal richtig, richtig nice und war auch schon sehr, sehr lange nicht mehr im Shop gewesen. Jo, so würde das aussehen hier hinten. Ich mag den Schneesoldaten. Ja. Macht ihr eigentlich noch Schneemänner? Ich hoffe, dass irgendwie das mal wieder so richtig schön viel Schnee fällt in nächster Zeit. Wäre echt cool. Und dann würde ich auch mal wieder einen Schneemann bauen. Hätte ich echt Bock drauf. So, jo, gucken wir mal. Könnt ihr mal unten in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas noch macht. So, also hier haben wir das Voting. 3,95 von 5 bei 37 Votes am 14. Dezember 2018. Das erste Mal drin gewesen, das fünfte Mal, jetzt 28 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 337 Tagen am 9. Januar 2019. So, dann kommen wir zu der Bewertung des heutigen Shops. Schauen wir mal, wie sieht es denn da momentan aus. Wir haben 1039 Love It's, 1352 It's Meh und 2624 Hate It's. Also deutlich viel mehr. Mehr Hate It's sogar als Love It's und It's Meh zusammen. Jo. Kann ich auch eigentlich ein Stück weit verstehen. Also klar, der Schneesoldat ist wirklich richtig, richtig geil. Gefällt mir richtig gut, das Ding. Alle anderen Items sind entweder sehr oft im Shop oder eben nicht ganz so cool. Und ja, also ganz ehrlich, der Schneesoldat ist das Einzige, was mich jetzt hier von einem Hate It abhält. Love It kann ich ihm auf gar keinen Fall geben. Und bei mir ist es jetzt mal ein It's Meh. Damit bin ich It's Meh Nummer 1355. Wenn euch das heutige Video gefallen hat, dann lasst doch mal bitte einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Benutzt unseren Creator-Code sofort ugleich TTV und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Fortnite Daily Shop News mit mir, dem Herrn Gleich. Macht's gut, haut rein, bis dann und tschüss.